Ja, ich stehe hier vor unserem Clubhaus. Bekanntlich sind hier einige bauliche Schäden vorhanden, insbesondere das Dach oben. Das ist eine alte Bitumendachbahn, die ist sehr marode und im Laufe der Zeit hat sich das Material zersetzt. Daraufhin ist es eben so, dass es ständig reinregnet und natürlich im Inneren feuchte Schäden verursacht. Die Holzbalkendecke ist in Teilbereichen stark angegriffen, entsprechend nicht mehr tragfähig. Deswegen ist hier ein dringender Sanierungsbedarf vonnöten. Also wir haben das Dachgebälk, was oben im Obergeschoss drin ist, abgestützt, ja, sodass es zumindest statisch gesehen einigermaßen tragfähig ist. Aber man merkt eben immer mehr, die Balken gehen aufgrund dieses Nässeeintritts immer mehr kaputt, faulen. Und wir sind hier dringend gefragt, müssen hier einfach was tun, um hier wirklich auch die Standsicherheit sicherzustellen. Wir haben im letzten Jahr einen Antrag gestellt beim Landessportbund auf Förderung dieser Baumaßnahme. Wir möchten also die alte Bitumendachbahn herunternehmen und durch eine Trapezblechdeckung oder eine ähnliche Dacheindeckung erneuern, um hier Sorge dafür zu tragen, dass es nicht mehr reinregnet. Die Zuschüsse sind insoweit gewährt, aber es ist eben so, dass wir auf ein gewisses Signal der Stadt Worms warten, um hier tätig werden zu können. Der Kostenrahmen, das ist ja ein Projekt des Landessportbundes, da werden Projekte bis 75.000 Euro gefördert. In diesem Rahmen wird sich dieses Bauvorhaben bewegen. Naja, der alte Kunstrasen ist inzwischen 14 Jahre alt. Dementsprechend sieht er aus, die Fugen hier gehen auf, der Platz ist eigentlich abgespielt und wir sind natürlich bestrebt, diesen Platz in Kürze oder irgendwann in nächster Zeit austauschen zu wollen. Hängt natürlich auch an der Bezuschussung vom Land und Problem ist eben aktuell, dass dieses Granulat, was wir im Moment auch drin verbaut haben, dieses Gummigranulat, was ja aus alten Reifen geschreddert wurde, wohl nicht mehr zugelassen wird. Deswegen ist man da auch auf der Suche nach alternativen Befüllungen. Und deswegen, daher gibt es im Moment hier leider keinen neuen Sachstand. Wie gesagt, wir sind bestrebt, diese alte Kunstrasenfläche auszutauschen. Aber wie gesagt, derzeit gibt es nichts Neues zu vermelden. Naja, normalerweise geht man ja bei einem Kunstrasenplatz davon aus, dass er 12 Jahre bis 14 Jahre bespielbar ist. Wie gesagt, wir sind jetzt hier im 15. Jahr sind wir tatsächlich schon. Und normalerweise ist hier eine Sanierung überfällig. Die Verletzungsgefahr steigt natürlich auch mit der Zeit und deswegen sind wir da bestrebt, jetzt hoffentlich innerhalb dieses Jahres oder des nächsten Jahres hier Vollzug melden zu können. Wir reden hier über einen Gesamtkostenrahmen von ca. 250.000 bis 300.000 Euro. Das geht über diesen goldenen Plan, der ja vom Land bzw. in Zusammenarbeit mit der Stadt angeboten wird. Das wäre dann eine Bezuschussung von 60%. Aber wie gesagt, wir sind da schon auf dem goldenen Plan auch drauf, auf dieser Prioritätenliste. Aber gerade auch im Moment haben wir diese Corona-Problematik, da steht natürlich alles etwas. Ja, in meiner Funktion als Jugendvorstand bedauern wir das im Moment ja sehr, dass wir unseren Jugendspielern überhaupt keine Sportmöglichkeit bieten können. Ich glaube, wir haben als Verein, das gilt nicht für uns, sondern für viele andere Vereine auch, bewiesen, dass wir mit unseren Hygienekonzepten die Kinder und Jugendlichen auf den Platz lassen können. Wir haben durchaus Verständnis dafür, dass im Moment kein Spielbetrieb stattfinden kann. Aber wir sind der Auffassung, dass wir hier in kleinen Gruppen, wie das letztes Jahr beim ersten Lockdown auch war, in kleinen Gruppen trainieren können, dass die Kinder, die Jugendlichen wieder rauskommen, einigermaßen ihre sozialen Kontakte pflegen können und wieder in Bewegung kommen. Natürlich, wir haben als Verein absolutes Verständnis für die derzeitige schwierige Situation, aber genauso wie Schulöffnungen oder Kitaöffnungen stückweise vonnöten sind, sind wir der Auffassung, dass auch der Sport, und das gilt nicht nur für den Fußball hier, sondern auch für andere Sportarten, dass hier eine Öffnung, eine Lockerung stattfinden muss, um den Kindern wieder Bewegung zu bieten, sonst was in ein, zwei Jahren dann passieren wird, das werden wir dann sehen. Also ich würde auch wirklich die Politik dazu aufrufen, hier
sich das genau anzuschauen, wie die Hygienekonzepte der Vereine aussehen. Denn wir haben es letztes Jahr bewiesen, es hat hervorragend funktioniert. Die Eltern waren nicht dabei, die waren nicht am Platz, sie sind draußen geblieben, haben ihre Kinder hier abgeliefert. Die Kinder konnten in kleinen Gruppen trainieren. Wir haben das auch ohne Zweikämpfe gemacht. Auch das würden wir akzeptieren. Hauptsache, die Kinder können wieder mit ihren Freunden Fußball spielen, können ihrem Sport nachgehen und kommen ein bisschen in Bewegung. Ansonsten weiß ich nicht, wie das in einiger Zeit aussieht, ob da nicht bleibende Schäden bei manchen Kindern und Jugendlichen bestehen bleiben werden. Darum sind wir immer da. Schuss und noch ein Tor, Schuss und noch ein Tor. Dreimal Opomatria.